Jeff. Bisschen mehr als die Hälfte des Trainingslagers ist absolviert. Hand aufs Herz, wie schwer sind deine Beine? Ja, schwer. Aber das ist ganz normal, denke ich. Trainingslager ist immer schwer. So, aber das ist auch gut. Kannst du schon Unterschiede ausmachen zum letzten Trainer? Wir haben jetzt mit Dirk Schuster einen neuen Trainer verpflichtet. Du hast die Rückrunde noch mit Markus Weinzierl gespielt. Wie findest du es? Ja, welcher Trainer ist anders natürlich. Aber das ist auch mein erste Vorbereitung in Deutschland natürlich. So, ich weiß nicht, wie das letzte Jahr war, aber ich kann sagen, dass es dieses Jahr ist schwer, ja. Es sind ja auch immer wieder so Teambuilding-Maßnahmen inbegriffen, die aber auch sehr konditionell ausgelegt sind. In welcher Gruppe warst du bei der Spezialeinheit unter Dirk Schuster und wie hast du diese Einheit erlebt? Ich war zusammen mit Halil Altintop und ja, das ist sehr schwer. Und, wir müssen 16, 15 Kilometer laufen und Radfahren. So, das war schwer. Hat es trotzdem Spaß gemacht? Ja, es ist Spaß, aber an diesem Moment ja, denkst du da nicht an. Aber dann ist nur laufen und Radfahren. Und danach, wenn das vorbei ist, dann ist Spaß. Du bist ja jetzt schon ein halbes Jahr hier in Deutschland beim FC Augsburg, hast auch schon einige Bundesliga-Spiele gemacht in der Rückrunde. Hast du dir es so vorgestellt, auch so schnell Fuß zu fassen? Ja, das hoffst du natürlich. Wenn ich gekommen letzte Jahre. Ich hoffe natürlich, dass ich viele Spiele gemacht hat und ja, es ist schnell gegangen, denke ich. Uns haben ja zwei Innenverteidiger verlassen mit Hong und Klavan. Wie siehst du deine Rolle jetzt im Team? Ja, ich musste schon durchgehen mit letzten Jahren und ich denke, dass ich letzte Jahre gute Spiele gemacht habe und das will ich nun ja, so durchgehen. Ganz anderes Thema, du hast ja zwei kleine Kinder, auch zu Hause, wie ist das und einen Hund? Wie ist das so, wenn du dann 10 Tage weg bist im Trainingslager? Vermisst du die Familie? Ja, natürlich, das ist normal, aber ja, das ist nicht mein erstes Trainingslager in Holland, aber wie das auch geht. So, ja, wir haben FaceTime, so das ist gut. Wir haben noch 2 Wochen bis zum ersten Spiel, Pokalspiel gegen Ravensburg. Wo siehst du die Mannschaft jetzt momentan, auf welchem Level? Na, ich denke, dass wir gestern ein gutes Spiel gemacht haben gegen Südtirol. So, das gibt uns Vertrauen, das ist gut für unser Vertrauen. Und ja, ich denke, dass wir noch ein Testspiel haben. Ich weiß das nicht, aber ja, wir müssen klar sein für die Pokalspiel und danach für Wolfsburg. Die letzten Jahre ist der FC Augsburg immer nicht ganz so gut in die Liga gestartet, meistens mit einer Niederlage. Was muss da gegen Wolfsburg anders laufen, damit wir positiv in die Runde kommen? Ja, wir müssen sorgen, dass wir klar sind. Und wir haben gestern auch gesehen, dass wir gut fußballen können. Aber ja, natürlich ist Wolfsburg ein guter ein gutes Team mit viel Qualität, aber wir haben auch Qualität und wir müssen Vertrauen haben in uns selbst und ja, dann müssen wir glauben, dass wir können gewinnen. Dann vielen Dank, das war ein gutes Schlusswort. Wünschen noch eine gute Restvorbereitung und dann natürlich einen super Start in die Bundesliga. Danke.